Ja, moin, hier ist der Lasse von Lasse Design. Heute schon mit dem dritten Gastvideo hier im CC Tutorials Podcast von Christoph. Ich freue mich immer wieder, wenn ich etwas beisteuern darf. Heute soll es um das Thema Regenabpraller gehen. Also der Regen, der so ein bisschen wegspritzt, wenn er auf einen Mensch zum Beispiel trifft. Und das ist das, was man hier sieht, wenn man etwas näher ranzoomt an das Bild. Also ja, hier diese Spritzer rund um die Kontur des Mannes. Das will ich euch heute zeigen, wie man das macht. Vorher kurz noch eine andere Info. Wenn ihr euch für den Regen im Bild interessiert oder für die Nässe auf dem Boden, da gibt es jeweils ein Video bei mir im Kanal. Also einfach mal über die Suchleiste oben Lasse Design eintippen oder Christoph wird euch das Ganze sicherlich auch hier unter dem Video noch verlinken. Ja, aber nun zu den Abprallern. Wie habe ich die gemacht? Vorerst braucht man einmal einen Pinsel. Das ist der gleiche Pinsel, den ich auch benutzt habe, um den Regen zu erstellen. Also alle Leute, die bei mir im Kanal das Video schon gesehen haben, die brauchen das jetzt nicht machen und können mal ein paar Sekunden überspringen. Aber für alle, die das Video jetzt hier, die das andere Video noch nicht gesehen haben, denen zeige ich das jetzt einmal kurz. Also ihr geht auf die Webseite myphotoshopbrushes.com und dann gebt ihr ins Suchfeld einfach Dust Particles ein. Also das ist eigentlich ein Pinsel, der Staub nachahmt. Dann findet ihr hier in den Ergebnissen dieses eine Ergebnis und da findet ihr eben den Pinsel, der auch für die kommerzielle Nutzung freigegeben ist. Das finde ich immer ganz wichtig, damit man da keine Probleme bekommt. Und hier unten könnt ihr das ganze, ja, das Package, den Pinsel dann herunterladen. Da sind dann diese drei verschiedenen Pinselspitzen drin. Wenn ihr das Ganze dann in einen Ordner heruntergeladen habt, dann wählt ihr euch das Pinselwerkzeug in Photoshop aus. Ich werde jetzt erstmal hier die Regenabpraller ausblenden, denn ich möchte die ja neu erstellen. Macht euch eine neue Ebene und nennt die zum Beispiel Abpraller. Und macht dann im Bild einen Rechtsklick und geht hier auf das Zahnrad. Und dann geht ihr auf Pinsel laden und dann geht ihr in den Ordner, in den ihr eben dieses Paket, was ihr runtergeladen habt und dann natürlich auch entpackt habt mit einem ZIP-Programm. Ja, dann geht ihr in den Ordner, also in den entpackten Ordner und öffnet euch dann diese ABR-Datei. In dem Ordner gibt es hier diese verschiedenen Ordner nochmal. Dann geht ihr in den Ordner Brushes und dann öffnet ihr diese Pixel Stains Particle Brushes. .abr und klickt hier auf Laden. Ich habe das jetzt schon geladen, deswegen klicke ich Abbrechen. Wenn ihr es geladen habt, dann habt ihr hier unten drei neue Pinsel in eurer Liste und ich nehme hier den ersten Pinsel. Der ist standardmäßig auf 2600 Pixel eingestellt. Das ist natürlich viel zu groß. Wir brauchen hier nur, ja, nur sehr kleine Spritzer. Deswegen, ja, 77 Pixel, die ich jetzt hier gerade spontan eingestellt habe, werde ich erstmal so eingestellt lassen und gehe jetzt in die Pinseleinstellung. Da kommt ihr hin, indem ihr hier oben auf dieses kleine Ordnersymbol hier klickt und dann kommt ihr hier in die Pinseleinstellung. Wichtig sind hier jetzt erstmal die Formeigenschaften, also wichtig ist hier, dass hier der Haken gesetzt ist und dann könnt ihr hier den Größenjitter verändern. Also wenn ihr den Regler hier nach oben bewegt, dann wird Photoshop euch zufällig, während ihr malt, die Pinselgröße immer wieder verändern. Und wenn ihr das auf 100% stellt, dann habt ihr die größtmöglichen Veränderungen in eurer Pinselspitze. Ja, den Winkel werde ich auch verstellen, dann dreht Photoshop das Ganze immer zufällig, während ihr malt. Also hier unten in der Vorschau könnt ihr mal ungefähr sehen, was passiert. Und auch die Rundheit werde ich einfach ein bisschen ja, nach oben drehen. Dadurch sehen dann nicht alle Spritzer so rund aus. Ja, bei der Streuung möchte ich hier nicht so weit nach oben gehen. Es könnte gut sein, dass die standardmäßig für euch etwas höher eingestellt ist oder eben etwas tiefer. Ich gehe mal hier so auf ja, ein bisschen über 200%, 241% ungefähr, damit der Pinsel nicht so weit streut. Nun haben wir hier noch sehr viele Spritzer. Damit wir etwas weniger Spritzer bekommen und etwas genauer malen können, können wir jetzt hier oben nochmal auf Pinselform klicken und dann hier den Abstand noch etwas verändern. Dadurch zieht ihr dann diese Spritze noch etwas weiter auseinander und ja, die einzelnen Spritzer bekommen etwas mehr Abstand zueinander. Also, ich habe also meinen Pinsel angewählt mit dem passenden
mit der passenden Pinselspitze, den erforderlichen Einstellungen, weiße Farbe und einer Größe von 77 Pixeln. Und jetzt fange ich hier an, bei einer Deckkraft und Fluss von 100% hier über den Arm zu malen. Ihr könnt den Pinsel natürlich zwischendurch auch nochmal in der Größe verändern, wenn ihr wollt. Also zum Beispiel kleiner machen. Ich werde ihn jetzt nochmal ein bisschen kleiner machen. Auf 66 Pixel nochmal runtergehen. Und jetzt male ich hier über den Kanten, da wo der Regen die Person trifft, also ein paar Spritzer rein. Hier am Kopf vielleicht ein bisschen. Und auch ein paar Sachen im Gesicht. Hier auf dieser Falte. Also überall da, wo ihr denkt, wo der Regen die Person trifft, solltet ihr ein paar Mal drüber malen. Jetzt werde ich nochmal das Ganze ein bisschen kleiner machen und hier nochmal genau über die Kante etwas mehrmals, ein paar Mal mehr drüber gehen. Und so bekommt ihr dann diese netten Spritzer. Vielleicht hier auf der Kleidung nochmal ein paar mit einem etwas größeren Pinsel. Ja, und so arbeitet ihr euch dann entlang der Person. Schaut, wo trifft der Regen die Person. Hier in der Nase wird bestimmt auch noch ein bisschen was auftreffen. Ja, und dann sieht das vielleicht ungefähr so aus bei euch. Ihr könnt natürlich genau die gleiche Technik auch verwenden, wenn ihr noch Spritze auf dem Boden haben wollt zum Beispiel. Aber es geht jetzt hier ja erstmal ums Prinzip. Ja, wir haben also jetzt unsere Abpraller, die möchte ich jetzt aber noch etwas verändern und ich möchte die auch nochmal mit der Bewegungsunschärfe ein wenig weichzeichnen. Und da gehe ich auf Filter, Weichzeichnungsfilter und dann die Bewegungsunschärfe. Und da habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen ausprobiert und habe hier einen Abstand von 4 Pixeln eingestellt und einen Winkel von 70 Grad. Der Winkel stimmt jetzt überein mit dem Winkel des Regens. Und jetzt haben wir hier so eine leichte Unschärfe drin und das Wasser sieht so ein bisschen aus, als wäre es in Bewegung. Ja, im Prinzip war es das auch fast schon. Man könnte jetzt noch zum Beispiel, wenn einem das Ganze nicht stark genug ist, könnte man sich diese Abpraller-Ebene auch einmal duplizieren. Bei gedrückter Alt-Taste einfach die Ebene in der Ebenenpalette einmal nach unten ziehen. Dann wird das Ganze sehr viel stärker. Oder es gibt auch die Möglichkeit, jetzt die Ebene, die wir jetzt dupliziert haben, noch einmal weich zu zeichnen mit dem Gaußschen Weichzeichner. Ja, so nicht mehr als 3 Pixel, würde ich sagen. Ich habe es jetzt mal auf 2,4, 2,5 Pixel hier eingestellt. Dann bekommen die einzelnen Spritzer noch so einen leichten Glow-Effekt, den ich aber jetzt hier nicht so stark haben möchte. Ich werde jetzt hier erstmal eher noch ein bisschen runtergehen und hier versuchen, realistischen Look zu bekommen. Also bei dem Glow-Effekt, bei dieser Ebene, die weich gezeichnet ist, bin ich jetzt bei 50% und bei der anderen auch ungefähr bei 50% jeweils. Und ja, so erstelle ich mir meine Regenabpraller in meinen Regenbildern. Das war's auch schon mit diesem kleinen Tipp. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr euch für den Regen interessiert, oder für die Nässe auf dem Boden, schaut in meinem Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.